Hallo Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es um die Glossy Box aus dem Monat Juli. Diese kam ja diesen Monat schon recht früh an. Ich habe meine gestern von der Packstation abgeholt, heute ist Sonntag. Und ja, ich bin schon extrem neugierig, was drin ist und freue mich jetzt drauf, die mit euch gemeinsam auszupacken. In dem Paket waren auch wieder Flyer drin, wie immer. Zalando, HelloFresh und mein Müsli. Genau. Und die Box hat hier dieses süße Design, also mit diesem Mond und dieser kleinen Rakete. Und hier hinten drauf ist auch nochmal so der Start der kleinen Rakete. Und also ich finde die Box echt schön gemacht. So sieht das Ganze dann von innen aus. Hier haben wir einmal das Glossy Magazin und hier haben wir diesmal ein Papier, das hat zwei Farben hier, und zwar einmal so ein Lila und einmal so ein Blau. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön aus. Und als erstes kommt hier einmal so ein Flyer entgegen, und zwar ist es vom Bio Vegan Skin Food. Und da ist auch gleich einmal eine Maske hier drin. Und die habe ich schon bei DM schon mehrmals jetzt angeschaut und habe es immer stehen lassen, weil die liegt, glaube ich, bei 5 Euro so eine Maske. Und ja, ich bin froh, dass die jetzt in der Box dabei war und freue mich schon drauf, die hier auszuprobieren. Dann haben wir hier einmal drin von Purelei wieder so ein Armbändchen. Und zwar sieht das hier so aus. Es ist pink mit einer goldenen Schrift drauf und es steht drauf Aloha. Dann haben wir hier einmal so ein kleines Body Splash ist das von De Breuer. Oh. Also das riecht ja mega gut und ich glaube, ja, das hier war nämlich letztes Jahr auch in der Glossy Box drin und es riecht genauso. Und es riecht so unglaublich gut. Also über das bin ich auch mega begeistert. Dann haben wir hier einmal was drin, das habe ich schon. Und zwar von Nivea, die Seidenmousse Pflegedusche mit Himbeere und Rhabarber. Ja, lasse ich jetzt mal ungeöffnet, vielleicht gebe ich das weiter. Dann haben wir hier einmal drinne von L'Oreal das Color Vista Spray. Das werde ich nicht verwenden, das werde ich auch weitergeben. Dann ist hier einmal drinne von Ultra Sun eine After Sun Cooling Moisture After Sun Gel. Und das mache ich jetzt gleich mal auf. Also es hat kaum einen Geruch, ist sehr gelig und ich glaube, dass das sehr, sehr gut tut, wenn man mal einen Sonnenbrand erwischt hat. Also es hat einen ganz leichten Geruch, aber sehr frisch, sehr angenehm. Ah doch, kann man auf jeden Fall super gebrauchen. Und das letzte Produkt in dieser Box ist so ein Banana Setting Powder. Von Bella Pierre. So, wo kann man das hier aufmachen? Hier. Also
das Puder ist sehr, sehr weich und lässt sich echt gut verteilen. Und ich finde auch, dass es so ein bisschen so einen Weichzeichner-Effekt hat. Also da bin ich auch sehr drauf gespannt, das im Gesicht auszuprobieren und wie es auch unterm Auge funktionieren würde. Ja, also auf das freue ich mich auch schon. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal ins Glossy Magazin. Genau, da haben wir hier diese Bio-Vegan Skin Food Maske mit Bio Cranberry. Ist eine Tuchmaske. Und die soll lang anhaltend Feuchtigkeit spenden mit Komplex aus Bio Cranberry Extrakt und Hyaluronsäure. Und liegt Originalpreis bei 4,99 Euro. Dann dieses Splash Water. Da sind drin 50 Milliliter. 50 Milliliter sollen 16 Euro kosten. Okay, schon heftig, ne? Aber hier steht jetzt auch mal ein Shop dabei, wo man das Ganze hier bestellen kann. Denn damals habe ich das gesucht, also dieses After Sun Lotion, und habe es leider nicht gefunden. Und ja, da werde ich da mal gleich reinschauen und gucken, ob man sich das nachbestellen kann. Dann hier das Setting Powder, liegt mit 4 Gramm, ist das hier auch ein Originalprodukt und soll kosten 25 Euro. Dann diese Pflegedusche hier, da hätte es zwei Varianten gegeben, einmal die hier, die ich jetzt auch schon selbst gekauft habe, und einmal die Lemon Moringa. Da hätte ich mich mehr drüber gefreut, das ist die hier, weil ich die einfach noch nicht habe und die auch gerne ausprobiert hätte. Genau, und soll kosten 2,49 Euro. Dann dieses Colovista Spray ist auch ein Originalprodukt, soll kosten 7,95 Euro. Dann hätte es hier noch gegeben von Dove und Pantene Pro-V zwei Produkte, einmal so ein Shampoo und eine Bodylotion. Dann hätte es hier von Parser Beauty so einen Set gegeben. Das gibt es, glaube ich, bei Edeka habe ich es gesehen und bei Real, also so eine Supermarktmarke nenne ich es mal. Dann hätte es hier auch gegeben von Burt's Bees ein Lipbalm. Also ich mag Burt's Bees sehr, sehr gerne und hätte ich mich auch sehr darüber gefreut. Dann haben wir aber hier diese After Sun Lotion. Das ist mit 100 ml auch ein Originalprodukt, also da gibt es zwei verschiedene Varianten, einmal mit 150 ml und einmal mit 100 ml und die 100 ml kosten 14 Euro. Und dann hätte es hier gegeben von BC Oil Miracle leichtes Ölshampoo und von John Frieda hätte es noch ein Shampoo gegeben, von Otto Kerne Cremedusche. Und von Chris Farrell Cosmetics hätte es wohl auch verschiedene Produkte gegeben hier. Genau, dann hätte es auch wieder hier so eine Seife gegeben. Oder dieses Rosenparfüm, das habe ich aber schon. Also da bin ich froh, dass es nicht in der Box drin war. Genau, das war es dann auch schon. Und hier auf der letzten Seite steht drin, We Are Glossy Box Edition. Wir sind Glossybox, in diesem Monat sogar schon wunderbare 6 Beauty-Jahre lang. Also nächsten Monat wird es auf jeden Fall eine Jubiläumsbox werden. Aber wer sind wir eigentlich? Wir sind nicht nur zahlreiche Glossy-Mitarbeiter weltweit, die jeden Monat alles geben, um dir stets einen unvergesslichen Unboxing-Moment zu bescheren. Wir sind auch die einzigartige Community, die aus Abonnentinnen, Bloggerinnen sowie Beauty-Fans besteht und unsere wunderbare Glossy-Welt komplett machen. Genau das wollen wir mit unserer Glossybox im August feiern und mit dir gemeinsam auf viele weitere aufregende Beauty-Jahre anstoßen. Also da bin ich schon mal sehr gespannt auf die Augustbox und freue mich schon richtig drauf, was da drinnen sein wird. Und die letzte Seite ist hier auch wieder mit einem Einhorn und ist einfach Werbung für Mercy Handy. Finde ich eigentlich ganz gut, diese Handdesinfektionsgele. Ja.
Ja, das war's dann auch schon wieder mit der Box. Ich bin mega happy mit dieser Box. Einzigste, was mir nicht so gut gefällt, sind die beiden Produkte. Das nicht, weil es schlecht ist, sondern weil ich es einfach schon habe. Aber das kann Glossybox ja nicht wissen. Und das werde ich nicht ausprobieren. Man hat leider sehr, sehr viel Negatives davon gehört. Und ja, es ist halt einfach nichts, was man im Alltag tragen kann. Deswegen werde ich das auf jeden Fall weitergeben. Ja, die restlichen Produkte hier finde ich alle super und freue mich halt mega, die ausprobieren zu können. Und genau das, finde ich, macht halt immer so eine Box aus, dass man Sachen bekommt, die man sich wahrscheinlich so nicht kaufen würde und die einfach jetzt ausprobieren kann. Und ich freue mich schon, die Produkte auszuprobieren. Und ich würde sagen, das war es jetzt mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr möchtet, lasst doch auch noch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!